Es ist der 4. August. Ich bin hier über 2700 Meter. Ich habe hier geschlafen vor dem Cinnamon Pass. Das ist ja, Offroad, wo hier über die Berge führt. Und ich habe schon viele Geschichten gehört. Es ist nicht einfach zu fahren. Und ja, jetzt kann ich mal schauen. Ich bin ein wenig nervös. Ich weiss nicht, was mich erwartet. Ich kann natürlich jederzeit umkehren. Ja, trotzdem, die Nervosität ist interessant. Ja, man müsste ja nicht nervös sein. Ich kann ja einfach schauen und wenn es nicht geht, dann kehrt machen. Aber trotzdem, ich bin eben im Einschlafen nervös gewesen und dachte, was erwartet mich echt. Und jetzt gehe ich mal schauen. Es hat angenehme 21 Grad. Und ja, super schön Wetter. Ich bin hier immer noch im Staat Colorado. Nach dem Pass dann geht es Richtung Utah. Dort erwarten mich auch viele schöne Sachen. Jetzt hoffe ich, dass ich diese Fahrt geniessen kann. Noch ein bisschen Musik zum Motivieren. Und dann kann es losgehen! Es wird ein bisschen steiniger, aber bis jetzt ist das super. Und es hat eine Menge Leute mit ATVs und so unterwegs. Also, das ist schon mal beruhigend. Ja, da geht es gerade ein bisschen ab da auf der Seite. So, jetzt bin ich Passhöhe habe ich erreicht. Jetzt geht es hier ab. Es ist eigentlich ja, langsam müssen fahren. Aber es ist gut gegangen. Jetzt will ich hier schauen. Der Ab ist immer ein bisschen ein anderes Ding. Du, da herrschst Verkehr da oben. Das war es, glaube ich, schon mit dem Cinnamon Pass hier.
Jetzt ist hier eine breite Schotterstrasse wieder. Es war schön hier oben durch und trotzdem bin ich ein bisschen angespannt gewesen. Es ist immer noch der Fakt, eben, wenn ich nicht weiss, was auf mich zukommt, macht mich das ein bisschen nervös. Aber es war also allemal der Wert gewesen. Also wirklich wunderschön. Ja, schönen Tag wünsche ich. Adieu und bis zum nächsten Mal.